Molly. Diesen Namen trägt die Mecklenburgische Bäderbahn zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn nach einer Anekdote aus vergangenen Zeiten. Einer älteren Dame soll bei Einfahrt des Zuges ihr kleiner dicker Mops namens Molly ausgebüxt sein. Als sie aufgeregt hinter ihm herlaufend auf Plattdeutsch »Molly, blief starn« ausrief, hatte der Lokführer nicht richtig verstanden, glaubte aber, er sei gemeint und brachte den Zug mit einer knackigen Bremsung unmittelbar zum Stehen. Die Zuschauer aber erzählten diese Geschichte in gemütlicher Runde gern weiter und so hatte die Bahn ihren Spitznamen weg. Im Bahnhof von Bad Doberan, an der regelspurigen Strecke von Rostock nach Wismar, hat der Molly seinen Ausgangspunkt. Gebaut wurde die Schmalspurbahn 1886 zur Erschließung des ersten deutschen Seebades Heiligen Damm. Zwischen 1908 und 1910 verlängerte man das Gleis bis Kühlungsborn. Im August 2010 macht sich der beachtlich lange Zug mit der 1932 gebauten Lok 99-23-21 auf seinen 15 Kilometer langen Weg. Auf dem parallel zur Chaussee verlaufenden Teilstück erreichen die Züge eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h. Damit gehören die Molly-Loks neben der Harzer 99-60-01 zu den schnellsten Schmalspur-Dampfloks auf deutschen Strecken. Der Bahnhof von Heiligendamm ist Kreuzungshalt. Das prächtige Empfangsgebäude fügt sich nahtlos in die mondäne Bäderarchitektur des Ortes ein. Nach Einfahrt des Gegenzuges heißt es wieder Fahrt frei Richtung Kühlungsborn.
Unser Gegenzug hat in der Zwischenzeit wieder Bad Doberan erreicht und bimmelt in gemächlicher Fahrt mitten durch die Flaniermeile, die heute den Namen Mollystraße trägt. Vorsicht, Oma! Puh, gut gegangen. Inzwischen hat Regen eingesetzt. Daher schauen wir uns nur noch die Fahrt quer über den Alexandrinenplatz an und verlassen danach die kleine Bahn für dieses Mal.